Meine Damen und Herren, Sie haben ja wahrscheinlich auch schon immer wieder gelesen, die DKE, Deutsche Kommission Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik in DIN und VDE. Wir haben ja bei der Normung in Deutschland drei starke Stimmen, DIN, VDE und DKE. Wobei man, glaube ich, nicht zu Unrecht bei VDE und bei DIN davon sprechen kann, dass das die Mütter der DKE sind. Wie schauen eigentlich diese Mütter auf ihr inzwischen sehr erwachsen gewordenes Kind? Wie schauen sie auf die DKE? Dazu bitte ich zu einem Gespräch jetzt auf die Bühne den VDE-Präsidenten, Professor Armin Schnettler. Tja, wo steht das Kind? Wenn Sie aus heutiger Sicht, 1970 wurde die DKE gegründet, wenn Sie aus heutiger Sicht auf den Weg schauen, den die DKE zurückgelegt hat, wo würden Sie die DKE heute verorten? Das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Frage. Erstmal bei der Relevanz. Ich glaube, alles, und das ist das Schwierige, und Herr Schnorr hat es ja auch gesagt, er hat kein Manuskript dabei, ich auch nicht, weil alles ist gesagt. Und ich glaube, zunächst einmal, wo verordnet man die DKE, ist Relevanz, Zukunft, wir machen Zukunft. Wir haben, das hatten wir vorhin gesehen, wir haben 10.000 Experten, wir haben 2.000 Sitzungen, wir haben 1.000 Gremien, wir machen 500 Normen pro Jahr. Und das würde ich als Relevanz bezeichnen und das würde ich sagen, das ist genau das, wo wir heute anfangen, das ist der Einblick. Der Ausblick ist All Electric Society, das ist die Zukunft. Da sind insbesondere, und da möchte ich mich bedanken, wie das auch meine Vorredner schon gemacht haben, bei Ihnen hier im Raum, ich sag mal in der digitalen Welt, den 10.000 und plus diejenigen, die ja noch dahinter stehen, da stehen ja Organisationen dahinter, da steht die Expertise hinter, dauerhaft aus einem kleinen Pflänzchen vor 50 plus 2 Jahren das zu machen, was wir heute sind, was wir heute darstellen, welche Grundlagen, welche Verantwortung wir haben, das ist schon etwas, was einen mit Freude erfüllt. Und ganz besonders auch, freut es mich auch die Zusammenarbeit mit dem DIN. Das ist auch nicht selbstverständlich. Man hat seine Rollen, man hat seine Verantwortlichkeiten. Aber wir haben schon gehört, die Themen, die wir vor uns haben, sind so breit. Wir haben sehr viel hier gesehen über Energie, Hochspannungssicherung waren dabei, ne? Wir haben über EMV in der Vergangenheit gesprochen. Das ist alles wichtig. Das brauchen wir auch heute noch. Wir haben aber auch gehört, künstliche Intelligenz. Wir haben gehört, die Digitalisierungsstrategie. Wir müssen ich sag mal, in die Waagschale werfen, die Kompetenz. Wir müssen standardisieren und normieren auch. Und wir müssen technologieoffen sein und visionär relativ frühzeitig die richtigen Themen identifizieren, damit wir heute das Richtige machen für die Zukunft und die technische Qualität und Standards von morgen. Sie haben ja diese eine Vision gerade auch genannt, diese All Electric Society. Schon 2019 hat die DKE diesen Begriff benutzt und füllt ihn seitdem immer mehr mit Leben. Warum ist genau diese All Electric Society so wichtig? Ja, zunächst einmal ein bisschen Wasser in den Wein, ne? Also AES, All Electric Society, ist jetzt nicht wirklich neu, also nicht 2019, sondern es ist eigentlich die logische Konsequenz, dass wir einen Fokus darauf legen, weil Elektrifizierung sinnvoll ist. Effizienzgewinne, wir haben es gehört, im Reich der Dekarbonisierung. Wir haben heute Möglichkeit, die elektrische Seite sehr, sehr schnell zu dekarbonisieren, durch PV, durch Wind, Wasserkraft, also im Prinzip regenerativ zu gestalten. Und jetzt ist das Wichtige aber, wir sind in der Lage, ungefähr von heute 20, 25% des Endenergieverbrauchs, in Zukunft vielleicht 50% des Endenergieverbrauchs zu elektrifizieren. Und damit sind wir auf dem Weg der All Electric Society. Und jetzt ist das Wichtige aber, da bleiben immer noch 50%, da bleiben ja auch noch Moleküle. Wir brauchen ja Rohstoffe für die chemische Industrie. Da waren wir beim Thema Wasserstoff, beim Thema Power to X. Und die Grundlage von diesem Wasserstoff, von diesem Power to X, ist der grüne Wasserstoff. Und wo kommt der her? Aus der Elektrolyse. Und was brauchen wir für die Elektrolyse? Wasser. Das ist schon die erste Herausforderung, aber wir brauchen grünen Strom und damit sind wir bei der All Electric Society. Wir werden nicht alles elektrifizieren können,
Wir werden natürlich Energie brauchen, aber genauso wichtig ist das Thema Digitalisierung, Kommunikation. Wir haben alles gehört eigentlich. Die Bandbreite macht es heute aus. Und All Electric Society ist als Überbegriff für etwas, was unbedingt ein Erfordernis für die Zukunft ist. Was bedeutet das denn jetzt wiederum für die Normungsorganisationen? Also für die nächsten Jahre, was kommt da auf Sie zu? Ich würde mal sagen, zwei Dinge mindestens. Einmal visionäres Denken, das hatten wir vorhin auch auf dem schönen Video. Wir müssen heute antizipieren, was morgen und übermorgen kommt. Da müssen wir, das ist der nächste und wichtigere Punkt, wir müssen die Expertise aufbauen, entwickeln, die Komplexität in kleine Scheiben zerschneiden, dann letztendlich schauen, wie gehen wir mit Partnerschaften, und damit meine ich nicht nur DIN und VDE, sondern mit der Industrie, mit allen Experten, müssen wir letztendlich die Normungsgremien zukunftsgerichtet aufsetzen und dann, und das ist das Schwierige, technologieoffen standardisieren, damit wir Qualität von morgen durch die Standards und von heute letztendlich sichern. Sie haben gerade Ihre Partnerschaften angesprochen, auch Richtung Industrie, aber was bedeuten diese zukünftigen Herausforderungen für die Kooperation in diesem Dreiklang VDE, DIN, DKE? Naja, ohne Kooperation, ohne sehr enge Zusammenarbeit wird es nicht gehen. Die Bandbreite ist massiv, wir müssen Agilität entwickeln und wir müssen in der Lage sein, und das macht mir etwas Sorgen, wenn ich ganz ehrlich bin, ist der Nachwuchs. Zusammenarbeit schafft erstmal Stärke und auch in Einheit, die gibt ein einheitliches Bild, kein zersplittertes Bild in die Öffentlichkeit. Wenn Sie schauen, wie sehen denn gerade die Studierendenzahlen aus in der Elektrotechnik, Informationstechnik, die brechen gerade ein, das ist, glaube ich, uns allen bewusst, 50% sind die Studierendenzahlen in der Elektrotechnik und Informationstechnik in den vergangenen Jahren eingebrochen. Das heißt, hier müssen wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass das Thema All Electric Society als relevant gesehen wird. Das ist übrigens auch interessant, wie wir alle wissen. Nur wir, wie wir hier sitzen, müssen zusammenarbeiten, auch in der Kommunikation, in der Öffentlichkeit. Und vielleicht wäre das mal ganz interessant als Teil des Wetterberichtes, den ich übrigens immer noch schaue, da auch einen kleinen Werbeblock für die Elektrotechnik, Informationstechnik und so einzuspielen. Also ich wäre gerne bereit, aber Ihnen mal mitzumachen. Ich habe doch nur 2 Minuten. Ich brauche nur 30 Sekunden. Da können wir gerne im Anschluss nochmal drüber reden. Ja. Lassen Sie uns zum Schluss nochmal kurz auf die DKE schauen. 50 plus 2 Jahre haben wir. Sie haben darüber gesprochen, wo wir heute stehen. Was wünschen Sie der DKE für die nächsten Jahre, für die nächsten 50 Jahre? Also erstmal Spaß an der Vision. Wir können eine Vision gestalten und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn man Spaß, wenn man Freude bei den Inhalten hat, dann ist man motiviert und dann macht man auch eine gute Arbeit. Ich glaube, das ist das Wichtige. Wir sind in der Situation heute die Zukunft einer All-Electric Society in allen Sektoren, in allen Industriezweigen zu gestalten. Und ich glaube, mehr muss man nicht wünschen, der Rest kommt dann von selbst. Herr Schnettler, vielen Dank bis zu dem Punkt. Danke für Ihre Einschätzung. Wir haben ja gerade auch von diesem Dreiklang gesprochen und deshalb möchte ich die Chance nutzen, jetzt den DIN-Präsidenten auf die Bühne zu bitten. Dr. Ulrich Stoll, herzlich willkommen hier bei uns am heutigen Tag. Herr Stoll. Willkommen. Ich möchte Ihnen gar nicht vorweggreifen, aber vielleicht eine kurze Frage, auch deshalb aus Ihrer Sicht. Aus Sicht vom DIN, was sagen Sie zu der Erfolgsgeschichte, von der wir gerade gehört haben, von 50 plus 2 Jahren DKE? Wie schätzen Sie das ein? Also sie erfüllt mich mit Freude, mit großer Freude. Ich glaube, es wurde vieles erreicht und sie ist geprägt von Gemeinsamkeit. Aber ich glaube, noch wichtiger als nach hinten zu schauen, auf das Erreichte stolz zu sein, ist der Blick nach vorne, die All Electric Society. Ja. Was dort an Herausforderungen auf uns zukommt, aber gleichzeitig auch als Möglichkeiten, die wir gestalten können, Möglichkeiten, wo wir Wachstum generieren können und Wettbewerbsfähigkeit für unsere Stakeholder, für die deutsche und die europäische Industrie. Also das füllt mich mit großer Freude und natürlich, dass ich hier heute als DIN-Präsident dabei sein kann, ist ebenso eine große Freude. Ja, was ich ja gar nicht wusste. Ich meine, ich bin ja wirklich ein unbedarftes Kind in diesem Gremium hier, in dieser Szene. Ich hatte mit Normung bisher nur sehr wenig zu tun. Was ich gar nicht wusste ist... Doch, Ihre Karten sind zum Beispiel DIN A5, also
Jede Moderation haben Sie was mit Normung zu tun. Ah, ich bin nicht über All Electric Society. über nicht über gedrucktes Papier. Nein, aber was mir wirklich, was mir nicht klar war, ist, ich dachte, Sie telefonieren jeden Tag miteinander und stehen mindestens dreimal am Tag irgendwo gemeinsam auf einer Bühne. Aber das passiert gar nicht so häufig, ne? Nein, passiert nicht so häufig. Wir machen das ja beide noch im Ehrenamt. Aber jetzt haben wir, glaube ich, einen guten Anfang gemeinsam auf der Bühne, um das auch zu verdeutlichen, die Zusammenarbeit, die wir brauchen. Denn die Herausforderungen sind so groß und die werden wir nur gemeinsam lösen und noch besser und noch effizienter als in der Vergangenheit. Davon bin ich überzeugt. Also wir haben natürlich unser Briefing bekommen, ne? Wir beide, das gehört nur mal dazu. Und es konnte sich niemand daran erinnern, dass gegebenenfalls die beiden Präsidenten des DIN, des VDE mal gemeinsam auf einer Bühne gestanden haben. Und das ist schon außergewöhnlich. Also müssten wir eigentlich von den beiden Vätern der DKE sprechen. Und wir machen es gerne und wir kommen auch beide gerne zu Ihnen zur Wetterfolge. Ich habe doch nur Fragen. Sie wissen doch, ich habe doch keine Zeit. Aber mit dem Wissen, dass es eigentlich wahrscheinlich noch nie passiert ist, dass Sie zusammen auf einer Bühne standen oder auch nicht Ihre Vorgänger, möchten wir diesen Moment nutzen. Und ich darf jetzt noch mal Herrn Bente, Herr Teigeler mit auf die Bühne bitten, damit wir diesen historischen Moment dann auch gern für den Fotografen festhalten. Die Normungsorganisation in Deutschland, vielleicht die beiden Herren Bent und Teigeler in die Mitte, eingerahmt von den Müttern. Genau, genau. Von den Vätern. Meine weibliche Seite ist nicht ganz so gut. So ein schöneres Geburtstagsfoto kann man sich gar nicht wünschen. Ja. Okay. Vielen Dank, meine Herren. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank, Herr Schnettler und Herr Stoll. Ihnen gehört die Bühne für Ihre Rede. Dank. Der DIN-Präsident, Dr. Ulrich Stoll, bitte sehr. Ja, der Wert einer Idee liegt in der Umsetzung. Dieser Satz stammt von Thomas Edison. Und ich glaube, meine Damen und Herren, Sie alle wissen, was gemeint ist. Edison war nicht nur der Erfinder der Glühbirne, sondern auch von Innovationen made in Germany fasziniert. Beim Erfinder der ersten handgeführten elektrischen Bohrmaschine bestellte er einen Produktkatalog und das war handschriftlich. Das war 1895. Sie sehen, ich gehe noch weiter zurück in der Zeit. Und der Erfinder war Wilhelm Ebel Fein, mein Urgroßvater. Sie sehen, wir Schwaben befassten sich schon mit der Elektrifizierung und Innovation lange bevor es VDE, DIN oder da gar die DKE gab. Aber manchmal sind wir auch zu spät dran. Somit im Namen von DIN nachträglich nochmal herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 50. Jubiläum. Alles, alles Gute für die Zukunft. Herr Staatssekretär Schor, Herr VDE-Präsident Schnettler, Herr ZVI-Präsident Kegel, Herr DKE-Vorsitzender Bent, Herr VDE-Vorstand Hinz, Herr DIN-Vorstand Winterhalter, liebes Team der DKE, Teilnehmende des Innovation Campus, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch im Namen von DIN darf ich Sie heute hier herzlich begrüßen in Frankfurt zum DKE Innovation Campus. Wir haben es gehört, die Mission Zukunft ist das Leitthema unseres heutigen Zusammenkommens. Und wir stehen nämlich vor einer Transformation, die Wirtschaft, Politik und Gesellschaft verändern wird, nachhaltig, tiefgreifend verändern wird. Und die Mission Zukunft verpasst große Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Klimaschutz und sichere Energieversorgung, um nur einige zu nennen. Chancen der Digitalisierung, die fortschreitende Automatisierung in allen Bereichen, die Ausbildung der Fachkräfte für morgen, ein extrem wichtiges Thema, wir haben es gerade gehört. Sicherung, aber auch in solchen Zeiten die Sicherung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten. Und ich denke, die Größe und Bedeutung der Transformation macht es deutlich, dass wir diese Herausforderungen können wir nur gemeinsam lösen. Denn nur zusammen können wir auch die Chancen nutzen, die sich daraus ergeben und all diese Veränderungen bieten nämlich auch, ich habe es vorhin angesprochen, Gestaltungsmöglichkeiten. Diese sollen wir nutzen, diese werden wir nutzen, aber wir können sie nur gemeinsam nutzen. Und deshalb freue ich mich besonders, dass ich gemeinsam mit dem VDE-Präsident Professor Schnettler heute zu Ihnen sprechen darf, gemeinsam einmal Interview, eine Rede, dass wir gemeinsam hier auf der Bühne gestanden sind, gemeinsam als die beiden, als Repräsentanten der beiden Väter von DKE. Das freut mich besonders und dafür herzlichen Dank.
Ebenso freue ich mich sehr, dass wir Herrn Professor Klaus Wucherer hier heute sehen. Professor Wucherer ist der ehemalige IEC-Präsident. Er ist Weltmeister in vielen Bereichen der Leichtathletik, aber er ist für mich, wenn es den Bereich der Normung betrifft, ein Überzeugungstäter und er ist dafür verantwortlich für mein Engagement bei DIN. Da sehen Sie nochmals diese enge Verzahnung, die wir haben. Lieber Herr Professor Wucherer, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, die Normung lebt, und wir haben das gehört schon, von Kooperation und Kollaboration. Schon immer, und diese Kooperation und Kollaboration wird noch wichtiger in der Zukunft. Sie ist sozusagen der rote Faden durch all unsere Aktivitäten, von der fachlichen Gremienarbeit, von den Tausenden von Fachexperten, die wir auf nationaler Ebene haben, bis hin zur Verzahnung mit den Ausschüssen innerhalb Europas und global. Und dies ist stets im engen Schulterschluss zwischen DIN und der DKE und getragen von der Überzeugung, und wir haben es gerade gesagt, in Zukunft noch effizienter zusammenzuarbeiten. Die gute Zusammenarbeit wird derzeit auf Ebene der Geschäftsführungen von VDE und DIN durch eine überarbeitete DKE-Geschäftsführungsverantwortung verstetigt. Das klingt jetzt sehr formell, aber umso wichtiger ist, glaube ich, neben diesen formellen Dokumenten einer Zusammenarbeit, der Geist, der diese Zusammenarbeit trägt, der es in der Vergangenheit getragen hat, und die Überzeugung, was wir in der Zukunft gemeinsam erreichen wollen und da wirklich von gemeinsam zu erreichen, diese Herausforderungen der All-Electric Society nur um diese zu nennen. Gemeinsam ermöglichen DIN und DKE allen, die Herausforderungen der Welt zu meistern. Denn Normen schaffen Vertrauen. Wir wissen das alle. Denn durch Normen machen wir Technologien, Prozesse und Produkte sowie Dienstleistungen für alle sicherer und global anwendbar. Durch Normen stärken wir gemeinsam die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationskraft unserer deutschen Wirtschaft. Im Rahmen der Mission Zukunft, wir haben es vorher gehört, werden wir das auch heute noch diskutieren. Zum Thema Sektorenkopplung als Schrittmacher auf dem Weg zur All Electric Society. Basierend auf der Elektrifizierung, der Digitalisierung und der Automatisierung vieler Bereiche unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Das ist und bleibt ein gewagtes Vorhaben und ein gewaltiges Vorhaben. Aber es wird gelingen, aber es wird nur gelingen, wenn alle Beteiligten sich wie DIN und DKE verstehen, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen und die gleiche Sprache sprechen, in Form von Normen und Standards. Bei den Themen der All Electric Society und der Sektorenkopplung leistet die DKE wirklich zukunftsweisende Arbeit und gibt gerade auch im internationalen Kontext wesentliche Impulse. Darauf können Sie bei der DKE, darauf sind wir bei DIN, auf diese Zusammenarbeit mit Ihnen sehr stolz. Herzlichen Glückwunsch. Mit Blick auf die Zukunft wird für unsere Arbeit, wird für die Normung der enge Schulterschluss mit Politik und Wirtschaft noch wichtiger, als er heute ohne schon ist. Denn auch hier müssen wir gemeinsam frühzeitig Zukunftsthemen identifizieren, die für die europäische Wirtschaft und für unsere Wettbewerbsfähigkeit hier in Europa bedeutend sind. Und wir müssen diese proaktiv angehen und proaktiv in die Normung einbringen. Denn nur so werden wir langfristig auch international und uns global behaupten können. Nur so werden wir verhindern, dass uns andere Märkte diktieren, nach welchen Normen diese zu funktionieren haben und damit auch auf Basis welcher Werte wir agieren. Hier muss Deutschland und Europa eine Führungsrolle einnehmen. Oder wenn ich den BDI-Präsidenten Siegfried Russwurm zitieren darf, er sagte jüngst an der Hannover Messe, wir müssen vor die Welle kommen. Wir müssen wirklich wieder vor die Welle kommen. Wir dürfen die Standards also nicht erst schreiben, wenn unsere Ingenieure, unsere Forscher und Entwickler fertig mit den Entwicklungen sind und daraus tolle innovative Produkte gemacht haben. Nein, wir müssen, wie wir das bereits gehört haben, im Bereich KI, ein super Beispiel mit der Roadmap, schon frühzeitig damit anfangen, dass wir vor die Welle kommen. Das heißt, in Summe, im Ergebnis, wir müssen parallel vorgehen. Denn nur dann können wir im globalen Wettbewerb erfolgreich sein. Einerseits müssen wir die strategischen Themen identifizieren und gemeinsam planen, sozusagen top-down.
aber wir müssen gleichzeitig auch, und das ist unsere Raison d'être ja als Normungsorganisation, wir müssen gleichzeitig und werden das auch wie bisher in den Gremien um die besten Lösungen ringen und die technisch versiertesten Lösungen zu finden, also auch bottom-up. Das heißt, die Dualität von top-down und bottom-up, diese Konstellation muss aber extrem gut verzahnt sein und so machen wir das auch. Denn nur diese Verzahnung gibt, erhalten wir in der Zusammenarbeit Kraft und dann kann jeder seine Expertise zum Besten einbringen. Und dann glaube ich auch, wenn wir das schaffen mit Top-Down und Bottom-Up, haben wir auch diese Faszination, was wir erreichen können, um den Nachwuchs, um die Jugend zu faszinieren, sich in der Normung zu engagieren und die Professoren zu begeistern, die Normung und das, was ist, auch an den Universitäten zu lernen. Denn wir haben es gehört, wir brauchen Nachwuchs für unsere Organisationen. Meine Damen und Herren, Carsten Schwanke hat es vorher angesprochen und es fiel auch, wir haben es gehört, der Klimawandel ist die Herausforderung unserer Zeit. Und wir haben uns gemeinsam als Normungsorganisationen zum Klimaschutz ein Versprechen gegeben. DIN und mit uns unsere 166 Partner-Normungsorganisationen als Teil der ISO sowie anschließend auch die IEC und die europäischen Normungsorganisationen CEN und CELENEC. Ich spreche von der Londoner Deklaration, the London Declaration. Dort haben wir den gemeinsamen Weg aufgezeigt, wie Normen und Standards ihren Beitrag zu mehr Klimaschutz leisten können. Wir haben uns dort auch verpflichtet, verstärkt klimawissenschaftliche Erkenntnisse in den Normungsprozess einfließen zu lassen und so berücksichtigen, dass der Klimawirtschaft eine starke Stimme gegeben wird. Und wir verpflichten uns, die klimapositiven Potenziale von Normen und Standards auch zu heben, zum Wohle der Wirtschaft und natürlich auch der Menschheit. Dazu entwickeln wir nun Kriterien, wie die Klimafreundlichkeit von Normen bestimmen können. All das tun wir im Schulterschluss von Wirtschaft, Politik und gemeinsam mit unseren Expertinnen und Experten, die ja wirklich in die Zehntausende gehen, allein hier in Deutschland in den Normungsgremien. Und dabei verlieren wir auch die Wirtschaftlichkeit dieser Entwicklung nicht aus den Augen. Denn Klimaschutz und Wirtschaftswachstum müssen Hand in Hand gehen und das können sie auch. Ich komme selber aus der Wirtschaft und als Familienunternehmer liegt mir dabei die Rolle der Entscheider in unseren Unternehmen am Herzen. Beim Über- und Ausarbeiten von Normen und Standards werden wir nun diese Klimafaktoren und auch die Ressourceneffizienz zu wichtigen Leitgrößen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns als Unternehmen, dass wir uns als Privatwirtschaft auch engagieren. Und ich kann immer nur alle Leute ermuntern, alle Unternehmer ermuntern, sich zu engagieren, unsere Expertise einzubringen in die Gremien von DIN und DKE, sich dort zu organisieren und dort gemeinsam um die Lösungen daran zu arbeiten. Das bringt uns nämlich alle nach vorne. Und damit Klimaschutz und unternehmerisches Denken, wenn wir das zusammenbringen, da entstehen tolle Chancen, da entstehen neue Gestaltungsspielräume und da können wir wirklich einen Motor des Wachstums oder hier wahrscheinlich möchte ich sagen, einen Elektromotor für Wachstum anwerfen und das sollten wir auch tun. Und wir können die Spielregeln auf dem Weg zur Klimaneutralität oder Dekarbonisierung mitgestalten und in dieser Mitgestaltung liegt ein Schlüssel für die Zukunft. Denn die Privatwirtschaft, einen Nährboden für Innovation dort bereitet und das können wir als Normungsorganisationen. Und damit können wir Ideen aus Deutschland wirklich garantieren, die das Potenzial haben, zum internationalen Exportschlager werden zu lassen. Und das ist für mich, meine Damen und Herren, wirklich die Konkretisierung dieser Mission Zukunft. Denn damit, wenn wir das wirklich in diese Mission Zukunft, wenn sie greifbar wird in Produkten, Services, Dienstleistungen und so weiter, dann schaffen wir durch die Normung, dann schaffen DIN und DKE Werte für unsere Stakeholder und die deutsche Wirtschaft. Und meine Damen und Herren, ein weiterer Aspekt der Umsetzung, die ja so wichtig ist, der Mission Zukunft, dann müssen wir auch konkrete Antworten darauf bieten, und das haben wir vorhin auch schon gehört, wie Normen zukünftig angewendet werden. Denn Unternehmen digitalisieren ihre Prozesse, auch der Staat digitalisiert seine Prozesse, und dafür, für diese Welt, brauchen wir smarte Normen und smarte Standards. Diese Inhalte müssen von Maschinen lesbar sein, von Maschinen begreifbar sein und auch innerhalb von Maschinen übertragbar sein. DIN und DKE arbeiten sehr stark, sehr intensiv an dieser Sache und wir wollen und müssen, dass unsere Normeninhalte digital zur Verfügung stellen. Denn nur dann können wir sicherstellen, den größtmöglichen Nutzen zu bieten. Das ist auch der Kern unserer gemeinsamen Initiative Digital Standards, die wir zusammen
lanciert haben und mit Experten zusammen konkretisiert hatten und dort Anwendungsfälle aus der Praxis aufzeigen und daraus Anforderungen an die digitale Norm zu generieren und diese dann auch umzusetzen. Und auch dieses Thema wird später am heutigen Tag noch weiter vertieft werden. Und ich glaube nur als Beispiel, Sie haben vorher die VDE 0100 mit 800 Seiten gezeigt, was sie heute hat. Das kriegen Sie in keinen Anzug mehr, das kriegen Sie, meine Damen und Herren, wenn ich ehrlich bin, auch kaum mehr in ein Gehirn rein. Das heißt, Sie brauchen diesen Zugriff digital so schnell wie möglich und das nur als Beispiel, das wird dann auch geschehen. Somit freue ich mich auf einen hoffentlich erkenntnisreichen Tag mit guten Gesprächen, guten Diskussionen, schönen Begegnungen, wie gesagt, auch endlich wieder persönlich. Lassen Sie uns also die Mission Zukunft nicht nur miteinander angehen, sondern gemeinsam gestalten und mit Kraft dann auch umsetzen. Denn Normen, wir haben es vorhin gesehen, Normen machen Zukunft, wir machen Zukunft, Sie machen Zukunft durch Ihre Arbeit in den Normungsorganisationen. Und dadurch wird die Mission Zukunft nicht zu einer Mission Impossible. Dann heißt es auch nicht mehr, wir schaffen das wie in der Politik, sondern bei uns in den Normungsorganisationen, meine Damen und Herren, da heißt es, wir machen das, wir setzen die Mission Zukunft in die Realität um. Dafür alles Gute, dafür arbeiten DIN und DKE und VDE zusammen. Und das wird ein Erfolg. Wir machen das und für heute noch einen schönen Tag. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dr. Ulrich Stoll vom DIN. Vielen Dank für dieses Statement.